Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Schlägt jetzt die Linse schon wieder. Es ist ein bisschen frisch, tatsächlich, aber eigentlich geht's klar. Die letzten zwei Nächte waren deutlich unangenehmer als heute Nacht. Leider ist das schöne Wetter von gestern Abend wieder gänzlich verschwunden. Es ist komplett bewölkt. Aber zumindest regnet es nicht und ist auch nicht besonders windig. Ich werde jetzt eine Kleinigkeit frühstücken. Allzu viel steht heute nicht auf dem Programm. Es geht natürlich zum südlichsten Punkt von Neuseeland, zu einem Leuchtturm in der Nähe. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon fast. Vielleicht werde ich jetzt gleich mal ein bisschen die Angel auspacken. Wir werden sehen. Erstmal Frühstück. Jo, das Meer ist, glaube ich, gerade auf einem ganz guten Stand. Es zieht sich gerade so langsam und sicher zurück. Es ist nicht besonders windig. Meine Konstruktion an der Route ist ungefähr so unprofessionell, wie es nur sein kann. Ich zeige es euch kurz. Ich habe tatsächlich nur eine Schnur und hier eins meiner kleinen Köderfisch-Dingsbums, die ich mir kürzlich gekauft habe. Einfach nur angebunden. Ich will ehrlich gesagt in erster Linie einfach mal sehen, ob ich hier überhaupt halbwegs anständig werfen kann. Mit diesen relativ leichten Dingern, die ich mir gekauft habe. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Auf geht's. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt seit gut 20 Minuten hier dabei. Bis jetzt tut sich überhaupt nichts. Ist aber auch tatsächlich sehr fragwürdig, was ich hier mache mit meiner kleinen Nahkampf-Hechtroute hier ins Meer zu ballern. Ich komme halt echt nicht weit, gerade mit diesen kleinen Köder und jetzt auch jedes Mal, wenn ein bisschen Wind kommt, weil ich gleich so einen Bogen in der Schnur. Das ist, glaube ich, alles andere als optimal. Und die nächste Frage ist halt mal wirklich, ob es hier überhaupt tatsächlich recht Fische gibt, denn wie ihr vielleicht schon gesehen habt in den paar Aufnahmen, die ich vorher gemacht habe, das ist hier eigentlich nicht wirklich direkt Meer, sondern ist mehr eine Bucht, die vollläuft, wenn es Flut wird und dann langsam sicher wieder absackt. Also es ist schon ans Meer angeschlossen, aber es ist nicht direkt offenes Meer, deswegen keine Ahnung, wie viele von den guten Tierchen sich hier überhaupt herverirren. Ich werde es noch ein bisschen weiter versuchen und naja, wenn sich nichts tut, dann eben nicht, dann starten wir den Tag. Na gut, ich würde mal sagen, das war's. Das Wasser verschwindet auch schon langsam, aber sicher. Schritt für Schritt. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach da. Das ist nämlich Point Slope, der südlichste Punkt in Neuseeland. Und den schauen wir uns heute mal an. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Slope Point, auch wenn das Wetter inzwischen ganz schön nachlässt. Also der südlichste Punkt des neuseeländischen Festlandes. Es gibt südlichere Stellen in Neuseeland, die sind dann auf diversen Inseln. Ich glaube, ein oder zwei davon kann man sogar sehen von hier aus. Aber am richtigen Festland sind wir jetzt am südlichsten Punkt. Und es ist nicht mal ein Jahr her, da war ich am südlichsten Punkt von Sizilien. Das war, glaube ich, Anfang Februar. Heute 21. Januar
Mal schauen, wo ich nächstes Jahr bin. Punkt von Neuseeland. Gut windig, selbstverständlich. Jo, und wie schon letztes Jahr auf Sizilien, südlicher wird's nicht. Also quasi ab hier ist alles schon Heimweg. Das war dann also der Slow Point, der südlichste Punkt Neuseelands. Von hier aus geht es ein Stück weit die Küste runter. Dort gibt es einen Leuchtturm, der natürlich auch der südlichste Neuseelands ist. Der soll ganz cool sein, auch die ganze Gegend drumherum. Es gibt wohl auch ein Schiffswrack, das beinhaltet, glaube ich, auch einen kleinen Walk. Ob ich darauf heute Bock habe, weiß ich echt nicht. Es ist ziemlich fucking kalt und ja... Wie gesagt, es wird auch immer windiger. Morgen Nachmittag sollen es auch hier wieder mal über 100 km/h Wind werden. Deswegen mal schauen, wie es so weiterläuft. Dann schauen wir uns doch diesen Leuchtturm hier auch mal an. Was es hier auch geben soll, sind Seelöwen. Wieder mal. Mal schauen, ob wir heute welche sehen. Das war der Leuchtturm und Seelöwen. Sehr cool. Die Frage ist, was ich jetzt mache. Es geht auf jeden Fall mal weiter nach Fort Rose und danach nach Ashurst. In Ashurst wäre ein Campingplatz, auf dem ich überlegt hatte zu übernachten. Allerdings, wenn ich da jetzt doch tatsächlich ziemlich schnell ankommen sollte und ja, wie gesagt, morgen das Wetter mega terrible wird, könnte ich mir vorstellen, dass ich heute auch noch nach Bluff fahre und in der Nähe von Invercargill übernachte, was ich eigentlich mehr so für morgen geplant hätte. Aber, ja, keine Ahnung, Wetter sackt gerade sehr rein. Das war, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, der Lookout hier in Bluff. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob hier auch das offizielle Ende des Terror ist oder ob man dafür nicht mehr hier hochlaufen muss, sondern das irgendwo da unten ist. Ich denke, ich werde mich jetzt auch noch kurz in der Stadt umschauen. Ich möchte auch mal wieder einen Supermarkt besuchen
Und ja, danach entweder vielleicht hier im Bluff irgendwo eine Kleinigkeit essen oder mir was zu essen machen. Mal schauen. Hier bin ich nun am Stirling Point, dem etwas, ich sag mal, touristischeren Südende Neuseelands. Nicht das geografische, aber hier ist zumindest so ein bisschen Zivilisation. Deswegen ist es hier alles auch ein bisschen mehr aufgemacht als der Slope Point, an dem wir vorher schon waren. Ja, auch hier ein kleiner Leuchtturm. Klippen, kann man sich alles mal anschauen und dann geht's nordwärts. Ich war nun in Invercargill, habe hier einen Burger gegessen, denn Invercargill ist eine von nur drei Städten auf der Südinsel, in denen es einen Burger Fuel gibt. Daher wichtig. Dann war ich jetzt noch kurz beim Countdown einkaufen, etwas Wasser und ein paar Bananen, mehr brauche ich gerade nicht, habe noch genug Dosen. Und vorher war ich noch beim Warehouse, aber das zeige ich euch später noch. Kleines Problem mit meinem Auto. Nicht wirklich ein Problem, aber schön ist es nicht. Für solche Fälle hat der Australier dieses Wundermittel erfunden. Kennt man auch in Deutschland. Ich glaube, nicht viele wissen, dass es tatsächlich ein australisches Produkt ist. Das werde ich jetzt mal natürlich in handelsüblichen Mengen hier unten auftragen und mal schauen, ob es morgen besser ist. Einen wunderschönen. Nein, das ist zu viel Licht.